Willkommen hier zurück zu Punta Cana, Olga Kinzi. Vielen Dank, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute sind wir übrigens nicht in Punta Cana, sondern schlappe 5 bis 6 Stunden weiter nördlich in Puerto Plata. Ja, schuld daran seid eigentlich ihr alle, die ihr den Kanal guckt. Dadurch gucke ich nämlich auch viel mehr Kanäle hier von der Dominikanischen Republik, Instagram-Accounts, alles was da so gibt. Und habe festgestellt, 21 Jahre hin oder her, es gibt reichlich, was ich selber noch nicht gesehen habe, aber gerne sehen möchte. Euch nehme ich natürlich mit. Und deswegen sind wir heute hier in der berühmten Regenschirmstraße in Puerto Plata. Eins der Dinge, die man unbedingt besuchen muss, wenn man hier in der Stadt ist oder in der Nähe. Und deswegen fange ich hier den Tag an. Ich habe mir erstmal einen Kaffee bestellt und eine Zelda. Und dann schauen wir mal. Also hier, diese Umbrella-Straße stand auf jeden Fall auf meinem Programm. Außerdem die Seilbahn, mit der man hochfährt auf den Berg. Obwohl ich ziemlich viel Höhenangst habe, ist das ein Muss, wenn man hier in Puerto Plata ist. Und dann gibt es da noch so eine rosafarbene Straße, die möchte ich auch gerne sehen. Ich bin übrigens mit dem Motorrad unterwegs, habe Waze auf meinem Telefon und bin bisher überall hingekommen, wo ich hinkommen wollte. Ja, Fräulein Tongtong ist weiter unten geparkt, ist übrigens super, weil ein Moped kann man schnell mal irgendwo abstellen, was mit dem Auto nicht ganz so einfach ist. So, ich trinke jetzt meinen Kaffee und dann gehen wir ein bisschen durch Puerto Plata. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber seit kurzem, Jahr, 2 Jahren, haben die hier in Puerto Plata einen neuen Kreuzfahrt. Und ich glaube, dass ganz viele Touristen, die hier hinter mir laufen, von diesen Kreuzfahrtschiffen sind. Da liegen gerade 2 im Hafen und vielleicht kommt man da auch noch ein bisschen näher ran zum Schauen später. Ja, rechts und links gibt es natürlich auch noch Straßen mit Souvenirs, kann man alles kaufen, was das Herz begehrt. Und geradezu sieht man das Kreuzfahrtschiff, da ist der neue Hafen von Puerto Plata. Da lagen 2 Kreuzfahrtschiffe und wie ihr seht, kann man von da aus ganz gemütlich hierher marschieren. All die nötigen Instagram- und Facebook-Fotos machen, bevor es dann weitergeht zum nächsten Abenteuer, wie bei uns. Nämlich hier sind wir an der Seilbahn. Für Unterhaltung ist gesorgt, während man wartet. Es gehen immer nur 16 Menschen in eine so eine Seilbahn rein und der Rest muss warten. Und obwohl ich früh dran war, war hier schon einiges los. Aber nach ein bisschen Warten war endlich waren wir endlich dran, zu unserer Seilbahn zu gehen. Überall sind Guides, die den Weg weisen, aufpassen. Und da ist gerade eine abgefahren, die andere kommt runter. Ja, so
Hier sind wir. Willkommen in Puerto Plata, Teleferico, die Seilbahn, die oben auf den Berg geht. 800 Meter hoch fahren wir gleich mit der Seilbahn. Es geht immer eine hoch und eine runter. Hinter mir könnt ihr das vielleicht ganz weit weg sehen. Und wir sind gleich mit dabei. Ja, für die Sportlichen kann man natürlich auch diese 800 Meter nach oben laufen. Da seht ihr den Weg und ich zoome mal ran, da sieht man auch sportliche Menschen. Der Guide sagt, es sind ungefähr 3 Stunden bis nach oben und 2,5 Stunden runter. Wer das machen möchte, ich würde empfehlen, früher am Morgen, denn es ist jetzt schon ziemlich heiß und es ist, glaube ich, gerade mal 10 Uhr. Ja, da kommt unsere Seilbahn runtergefahren. Kommt immer näher, 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 näher. Ich habe ja eigentlich ein bisschen Höhenangst. Mache solche Seilbahngeschichten nicht so gerne. Aber wenn man schon mal in Puerto Plata ist, dann ist das ein Muss, würde ich sagen. Auf alle Fälle freue ich mich schon auf die Aussicht. So, wir haben es geschafft. Wir sind über Puerto Plata. Kurzer Blick von hier. Und jetzt gehen wir mal hoch zur Statue. Da unten kann man den neuen Kreuzschiffhafen sehen, wo die Kreuzfahrtschiffe anlegen. Mitten im Puerto Plata. Naja, mehr rechtsig, linksig. Ja, viele kommen hier natürlich mit Reiseleitern her, die sich auskennen und auch ein bisschen was erklären können. Das macht Sinn, wenn man die Gegend nicht kennt und auch das Land nicht kennt. Würde ich immer mit einem Guide gehen. Auch wenn man es kennt, ehrlich gesagt, überlege ich gerade, ob ich mich da der Gruppe anschließe noch. Kann man immer noch was sehen und lernen, was man noch nicht weiß. Bloß man verpasst nicht so viel. Aussicht ist super, Aussicht ist der Wahnsinn. Also auch für Leute mit Höhenangst wie ich, macht entweder die Augen zu, lauft oder lasst euch mit dem Auto hochfahren. Obwohl ich sagen muss, es ist schon spektakulär mit dem Ding hier hochzufahren. Ich überlege gerade, wie es heißt, Teleferico, Seilbahn. Okay, da ist angeblich eine Höhle. Schauen wir mal. Ja, hier gibt es viel mehr zu sehen, als ich geglaubt habe. Ich mich mal besser vorbereitet. Ihr habt ja zum Glück mich. Es gibt hier also noch eine Höhle zu sehen, eine Lagune. Die Rauffahrt lohnt sich also. Und ich muss die Sache mit dem Guide noch mal ganz kurz revidieren, weil ich habe natürlich alle Zeit der Welt, die ich möchte. Und das hat man, wenn man in einer geführten Tour unterwegs ist, nicht. So, ich möchte gerne zur Höhle, das weiß ich schon.
Oh, fährt sogar ein Auto lang. Okay. Die Taino-Höhle auf dem Berg. Das war ein bisschen ungünstig. Da hat mein Fuß umgeknickt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich kann behaupten, ich war schon in größeren Höhlen. That's it. Das ist alles, was zu sehen ist von der Höhle. Aber gucken musste ich natürlich. Mir ist mein Fuß umgeknickt, weil ich nicht gesehen habe, dass man auf den Stein treten muss. Und natürlich daneben getreten bin. Wieder rauf und weiter zur nächsten Sensation. Gehen wir mal zur Lagune. Hoffentlich ist es nicht so weit zu laufen. Denn wir wissen ja, alles, was wir hinlaufen, müssen wir auch wieder zurücklaufen. Das ist die Lagune hier auf dem Berg. Das sieht mehr nach dem 70er-Jahresstil aus. Vielleicht auch Anfang 80er. Auf alle Fälle, wenn mir jemand gesagt hätte, das ist die Lagune und mir ein Foto gezeigt hätte, wäre ich ganz ehrlich hier nicht hergelaufen. Man sieht hier, dass sie natürlichen Ursprungs ist, wenn man daran sucht. Das Wasser kommt also irgendwo her und ich glaube, wenn man es natürlich lassen würde, wäre es echt nett. Aber dieses 70er Jahre grün gestrichene Ding finde ich nicht schön. Schade. Aber gut. Selbstverständlich gibt es auch hier oben Souvenirgeschäfte. Das ist direkt unter der Statue. Da kann man reinlaufen. Gibt es auch Toiletten. Da nochmal ein Blick über Puerto Plata. Ja, schon wieder auf dem Rückweg mit der Seilbahn runter. Wir waren nur ganz wenig Leute. Da kann man wirklich nach allen Seiten gucken. Schöne Aussicht, muss ich echt sagen. Es hat auch nicht gewackelt und nix und gar nichts. War eine tolle Fahrt. Ich würde nicht sagen jederzeit wieder, aber eventuell würde ich es nochmal machen. Nächste Mal fahre ich mit dem Moped hoch. Die Strecke soll auch wunderschön sein. So, last but not least, die Rosane Straße, Paseo de la Dama Blanca. Hier bin ich auch einmal durchgelaufen, weil es einfach ein Muss ist. Aber wie ihr seht, ist es zum Foto machen, Selfies machen. Überall gibt es kleine Ecken mit einem Fahrrad oder mit einem Telefon, mit der Dame da, wo man sich hinsetzen kann und sich fotografieren kann. Außer, dass es sonst noch in der Altstadt ist, nah halt auch an den Regenschirmen dran, ist da nichts weiter was. Aber zum Foto machen ist es ein Muss. Mit diesen schönen rosafarbigen Bildern verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Punta Cana, All You Can See, unterwegs in Puerto Plata. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, mal was anderes. Und ich glaube, Puerto Plata ist auch so ein bisschen wieder im Kommen mit dem Tourismus, also vielleicht gar nicht so verkehrt, da auch mal eine kleine Idee zu haben, was es da so gibt. Ich hoffe, ich sehe euch hier wieder nächste Woche, nächsten Freitag.
im nächsten Video, im nächsten Punta Cana All You Can See Video hier auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut und ein schönes Wochenende. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. La 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 la, y la casa de la bachata.